Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye-o! Ja, moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zurück zu Kirby! Ja! Beim letzten Mal hatten wir Spaß im Freizeitpark und der Spaß geht jetzt weiter, hoffentlich hier mit in so Buggy fahren oder irgendwas in der Art. Da fände ich richtig lustig. Weil jetzt haben wir die Rennpistenraserei und wir haben 100 Pro irgendwas mit dem Autostopfer. Oder wie das Ding hieß. Und ich fand es übrigens lustig, ne? Der eine Kommentar, der hier jetzt auch eigentlich gut am Platz ist. Dass ich mich hier nur am Vordrängen bin. Fand ich richtig gut. So, warte, bevor ich mich vollstopfe, erstmal gucken, ob hier irgendwas versteckt sein könnte. Okay, ich kann mir gut vorstellen, entweder hier, falls das irgendwie ein Rennen ist, in einer bestimmten Zeit ankommen, alles umnieten. Okay, die Dinger kann man nicht umnieten. Gut zu wissen. Ah ja, ich muss wahrscheinlich die 25 Sekunden schaffen. Ja, und damit schon verkackt. Okay, hier über die Rampe. Okay, ich hoffe, die eine Millisekunde im Schlamm macht jetzt nichts aus. Ach stimmt, ich kann ja hüpfen. Nee, ich hab's ja geschafft. Ja, so krieg ich mein Waddle Dee. Aber ich hatte gehofft, dass es die Nebenmission ist, aber ich hätte es so oder so machen müssen. Du meinst, mich angreifen zu müssen? Bitte. Und heute agiere ich offenbar mit Bomben, so wie es scheint. Ich muss schon sagen, ach, ich hätte hier nochmal neu machen können zur Not. Stimmt ja. Vollkommen vergessen. Tschüss. So, Bipo, dich sauge ich einmal kurz weg. Jetzt habe ich ja diese komischen Bomben. Guten Morgen. Die man so ultra stacken kann. Wenn man sie richtig wirft. Also die sind ultra strong. Diese Megabomben. Guck mal, zur Not hätte ich hier nochmal Bomben bekommen. Boah, wie habe ich den jetzt verfehlt? Danke für das extra Paket Bomben. Ich mache den ganzen Müll weg. Weg. Bisher habe ich noch keine Nebenmission gefunden, ne? Alter, der arme Igel. So, hier kann ich mich durchspringen. Wollte nur gucken, ob hier was ist. So, den Schalter auf jeden Fall treffen. Erwischt! Das war easy. Ich finde diese Bomben so krass. Weil die kannst du einfach 10-mal irgendwo runter cooler lassen, weil sind die mega. Okay, wieder irgendein Schmarrn, den ich schaffen darf. Ah, ich verstehe schon. Okay, das war easy. Einfach durchwerfen ohne Ende. Das, der Waddle Dee war geschenkt. Oh, direkt eine Kiste. Mit einem Super Lolli. Wofür brauche ich denn einen Super Lolli? Fürs nächste Gebiet. Ich brauche den Lolli. Lolli!
Ach ja, ich habe ja den doppelten Schützen jetzt. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich Lolli jetzt gebraucht hätte. Jetzt kann ich ja so eine Salve losschicken. Mega strong. Also gegen den Boss ist das wahrscheinlich wirklich heftig. Sind das wirklich Gegner oder? Ne, die kann ich nicht tot machen. Alter, macht das Schaden. Bam-bam. Selbst die zweite Ladung macht gut Schaden. So, Leute, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich musste eben kurz meinen Hund beruhigen. Ja, wenn ich schon kann, Ultrasalve rein. Alter, so strong. So, ich nehme das Schwert, weil das brauche ich eventuell hier. Wenn es mir schon angeboten wird. Oh, was kriege ich? Kolossales Schwert. Okay, wahrscheinlich einfach ein größeres Schwert. Ich entschuldige mich für die kurze Unterbrechung, die gerade war. Hier kam einfach irgendwer in mein Zimmer rein. Das ist häufig bei mir. Da muss ich dann einmal kurz angreifen, weil die Person eigentlich weiß, dass ich am Aufnehmen bin und weiß, dass sie nicht reinzukommen hat. Ihr könnt mich dafür jetzt ausschöpfen oder sonst was, aber ich finde es halt doof, jemandem Bescheid zu geben, komm nicht rein und komm dann trotzdem rein. Ich nehme einfach eine Abkürzung, hallo? Als ob ich jetzt die ganze Strecke fahre, wenn ich schon die Chance habe. Kann auch hier Ultra-Abkürzungen nehmen. Ja, scheiße. Die habe ich nicht geschafft, die Abkürzung. Aber ich habe so schon gute Abkürzungen genommen. Da schon wieder. Richtig gute Abkürzung. Wie leicht man hier Abkürzungen nehmen kann. Ich habe doch die Zeit 100 pro geschafft. Die 50 Sekunden. Nee, habe es tatsächlich nicht geschafft. Trotz der Abkürzungen. Okay, ich muss nochmal. Das Zeug brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Ich muss nochmal. Wir sehen uns, wenn ich es geschafft habe. So, diesmal habe ich es in 40 Sekunden geschafft. Breche durch die Pappkisten-Abkürzungen. Okay, habe ich geschafft. Ich hatte auch keine andere Möglichkeit, das sonst zu schaffen. Okay, irgendein Model, die habe ich übersehen. Ich muss das Level nochmal machen. Dann erfahre ich jetzt wenigstens so, was die Nebenaufgaben waren. Wahrscheinlich irgendwas bei den Rennpisten, das ich nicht hinbekommen habe. Innerhalb des Ziels des ersten Renns in. Reicht es hier innerhalb von 20 Sekunden? Okay. Sollte ich hinbekommen? Ich kriege irgendwie nur Serie 1 die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie sich das mit Serie 2 verhält, wie man das freischaltet. Vielleicht muss man Serie 1 erst einmal abgeschlossen haben. Invasion im Horrorhaus. Ja, ich habe einen Model, den nicht gesehen, offenbar. Da ist eine Herausforderung. Und da ist eine Herausforderung. Ist im Pool rechts von mir auch eine Herausforderung? Nee. Warum ist hier dunkel? Vielleicht ist das ein dunkles Level. Lass das Fließband glühen. Oh, mit dem zweiten Feuer.
Okay. Schaffe ich doch. Ist doch easy. Ist doch richtig easy. Und jetzt habe ich es wahrscheinlich trotzdem nicht geschafft. Hätte ich einen Treffer nicht kassiert, dann hätte ich es geschafft. Wieder aufs Screen. Ein einziger Treffer hat dafür gesorgt, dass ich es nicht geschafft habe. Weil das sind immer so dann 30 Millisekunden, die die Treffer wegnehmen. Und mit dem normalen Bumerang. Okay. Immer in der Reihe nach aufladen und werfen. Ah, okay. Aufladen, damit der halt in eine bestimmte Richtung fliegt. So, jetzt muss ich auch noch Timing hier hinbekommen. Da kann ja was werden. Naja, hab Timing nicht hinbekommen. Hab's schon verkackt. Muss nochmal machen. Weil um die zu schaffen, muss man es meistens perfekt machen. Nee, hab's tatsächlich geschafft. Onscreen sogar. Ich werde dann jetzt hier nochmal die Rennpistenraserei versuchen in 20 Sekunden und dann noch versuchen, den zweiten Waddle Dee zu finden, den ich nicht gesehen habe. So Leute, ich habe es geschafft. Noch ein paar versuchen, 19 Sekunden zu erreichen. Jetzt müssen wir nur den anderen Waddle Dee noch finden, also den versteckten. Und das kann auch einen kurzen Moment dauern. Also wir sehen uns gleich wieder. Ich wollte euch nur zeigen, dass ich die Zeit geschafft habe. Ich habe herausgefunden, was die zweite Mission war. Man muss den mit dem Lolly umbringen, den Grobian. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aua. Und wahrscheinlich kriegt man dann den Waddle Dee hier oder immer noch keine Ahnung, wo der dann stecken soll, der letzte Waddle Dee. Naja, auf jeden Fall holen wir uns jetzt noch das kolossale Schwert. Was wahrscheinlich einfach nur ein größeres Schwert ist. So, kolossales Schwert, Blaupause. Zeit, das Schwert aufzubessern. Bald habe ich alles einmal aufgebessert, ne? Das kostet halt auch so gut wie gar nichts, das aufzuwerten. Schade, Linksdeal hat mir gefallen. Jetzt sieht er aus wie ein Gladiator. Und das Schwert ist einfach, ich glaube, viermal so groß geworden wie vorher. Ne, dreimal so groß ungefähr. Und im Schild vom Dean ist jetzt auch noch zur Verteidigung richtig gut. Ah, ich habe ein Schild dazu bekommen. Und mein Aufladeschlag ist jetzt kein Drehschlag mehr. Das ist dann einmal so ein Aufschläger. Warte mal, test mir das mal eben kurz an einem Gegner. Wie stark das ist. Okay, da kommt keine Aufladung mehr. Okay, ist es zumindest stark zum Rumschleudern. Aber was, Mehrfachtreffer angeht, ist das andere Schwert definitiv besser. Das hier ist halt nur besser für den Kampf geeignet. Oh, das habe ich gerade gesehen. Der Schild selber, der macht auch so ein bisschen Schaden. Okay. Gut zu wissen. Und was haben wir jetzt alles ein Upgrade schon? Von dem Schützen, vom Hammer,
Von der Superbombe noch nicht. Von der Supernova. Vom Feuer, vom Bumerang und vom Schwert. Dann auch noch von der Bombe. Und vom Igel. Das heißt, 4. Ich weiß nicht, ob die Schlafmütze ein Upgrade kriegt. Brauchen wir nur noch das Upgrade. Ich denke mal, dass die Supernova auch noch ein Upgrade bekommt. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Und ich verabschiede mich dann für heute. Tschüss!